So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier, willkommen zurück zu Let's Play Risen 2. Im letzten Part haben wir ein Äffchen übersehen. Das haben wir jetzt auch erledigt. Wir sind an dieser Ruine stehen geblieben, die es zu erkunden gilt. Und wir haben unseren ersten Schatz gehoben. Haha. Und ich habe auch ein bisschen an der Musik rumgespielt. Jetzt sollte es eigentlich passen. Ich soll mich da vielleicht auch mehr bemühen, dass ich das mal mehr überprüfe hier in meinen Videos. So, wir haben einen Sarkophag, den wir erstmal looten können. Oh, schmutzige Tricks plus 5, Silberzunge plus 5. Oder permanenter Ruhmbonus von... vielleicht wechsle ich den Ring, wenn wir mal in... wenn wir mal wieder zu Leuten kommen. So, die erste Sache, die wir jetzt in Risen 2 ausprobieren, ist, können wir klettern? Es funktioniert! Super! Gibt es Fallen? Wahrscheinlich gleich, wenn wir das Idol hier geklaut haben, ne? Hallo. Okay. Ja, jetzt können wir es wieder zurückstellen. Aber wozu? Lieber drücken wir gleich rechtzeitig Leertaste. Okay, Patty ist hier lang... Ja, ja. Patty darf da lang rennen und... Aha. Aha. Gleichberechtigung und so. Hm. Klar, dass Frauen hier auch in diesem Spiel bevorzugt werden. Die dürfen in Fallen rennen, wir nicht. Und der letzte Part war auch wieder 7,5 GB groß. Unglaublich. So, hier hat's noch keine Falle. Oh, warte mal. Ich speichere. Patty, bist du da? Patty? Ja, komm mal her. Ich trau mich, ja, das ist ein Ghoul. Okay, ich weiß nicht, wie stark die in dem Teil sind, ob sie diese Eismagie noch können. Aua. Rollen wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Also sie greifen auf jeden Fall verdammt schnell an. Wie auch im ersten Teil. Ich rutsch mal hier ein bisschen näher. Ja, das ist wieder mal ein Nachteil. So, aber... Wir looten erstmal den Sarkophag. Goldzepter, Gold, goldene Teller. Also in dem Spiel ist es echt verdammt geil, was man so an wertvollen Sachen findet, die man auch wirklich gut verscherbeln kann. Da hat man ja auch in Risen 1 eher tendenziell mehr Müll gefunden. So, was haben wir hier? Ein Idol wieder. Aha, heißt nächste Falle ist wieder aktiv. Oh ja, oh, man hat sogar ganz leicht gehört, dass da was passiert ist. So, ich halte meine Taste schon auf Leertaste. Meine Finger halte ich schon auf Leertaste. Und sonst wären wir da runtergecrashed. Ja. Ich glaube, der Typ sieht ein bisschen stark aus. Will ich ihn mal fighten? Einfach so zum Spaß? Also hier bei der Falle wären wir sogar nicht sofort verreckt, sondern wir hätten noch einen alternativen Weg rausgefunden. Aber ich glaube, das machen wir nicht jetzt. Behalten wir uns auch im Hinterkopf da. Die zweite Ruine, die wir nochmal besuchen müssen. Weil den zu bekämpfen wäre jetzt schon interessant. Dann würde sich hier in der Mitte wahrscheinlich der Gang öffnen. Nee, aber das reicht erstmal. Wir haben gut Zeug mitgenommen. Ja, das passt. So. Unsere zweite Sache, die wir in dem Part machen, ist, wir erkunden diese kleine Teilinsel der Insel. Wie soll ich das nennen? Es ist schon eine Teilinsel. Und die Musik ist mir jetzt doch ein bisschen zu leise. Ah! So. Machen wir es mal so. Ja, das... Sollte vielleicht hinhauen. Ja. Oh, was? Hier ist eine Falle? Ah, jetzt ist sie da. Aha, wieder dieses hässliche Holzteil. Lag hier nicht Pete? Warte, wo ist der... Ah, nee. Pete lag weiter da hinten. Wo ist eigentlich Patty? Patty? Irgendwie müssen wir uns immer um die kümmern. Was macht die denn? Ach, wisst ihr was? Wir machen kurz Schnellreise zu Vascos Turm. Dann, ja genau, da ist sie wieder da und da können wir kurz pennen. Ich bin zu geizig, um die Proviante aufzubrauchen, weil ich glaube, die brauchen wir noch. Irgendwann. Da penne ich lieber kurz so. Dim, dim, dim. So, ja, jetzt brauchen wir nicht mehr schleichen. Vasco, dein Bett ist immer noch voll bequem. Nee, ich mach keine Dummheiten. Nö, wir sind... Nein.
Gold, 2000 Gold, fast 5000 Ruhm. Ja, da können wir was anstellen mit. Soll ich Härte, Klingen, Feuerwaffen? Also Feuerwaffen brauche ich erstmal nicht. Voodoo brauche ich auch nicht. Ich muss jetzt irgendwie den Ruhm auf Klingen, Härte und Gerissenheit verteilen. Ja, Gerissenheit brauche ich eh sofort. Also, machen wir das zuerst. Auch wenn es jetzt leider keine Boni im Kampf gibt, aber das ist einfach so unglaublich hilfreich im normalen Spiel mit Konversationen und Leuten und so. Dann nehme ich erstmal die Boni. Okay, es gab irgendwo eine Hängebrücke, habe ich gesehen, auf der Karte. Ja, wenn wir hier gerade auslaufen. Irgendwo. Hier. Vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Kommt hier nochmal eine Falle. Sieht verdächtig aus, der Boden. Oh, jetzt kommt wieder dieser scheiß laute Wasserfall. Oh Gott, ah, ist. Ah. Sei ruhig! Sei ruhig! Oh, da hinten haben wir nochmal einen Turm. Oh, bloß schnell weg vom Wasserfall, ey. Gott! Hau ab! Jacks Turm! Jack, hast du auch ein Bett, in dem wir pennen können? Oh, sieht aus wie ein Alki. Eine Kiste. Warte, die Loot. Das ist toll, wie man hinter der Kiste steht und sich einfach davor teleportiert. Herrlich. Gibt's hinter deinem Turm was? Stein, Pflanzen, cool. Okay, warte, bevor wir mit dir sprechen, erstmal looten. Bett, ah, super. Stiefel, die können wir nicht mitnehmen. Eine Kiste, die verschloss. Ah, ein Trank. Okay, Kaperfahrten. Die Piraten raubten alles bis auf den letzten Penny aus und nahmen es an Bord. Das Prunkstück war ein wertvoller Handspiegel der Gouverneurstochter. Als sie zurückgekehrt waren, genehmigten sie sich erst einmal einen ordentlichen Schluck Rum. Bei einem Spiel gewann der Wirt jedoch den Spiegel und rückte ihn erst gegen einen angemessenen Preis wieder heraus. Interessant. Also, die Bücher sind ganz nützlich, weil die erzählen uns, wo diese legendären Gegenstände sind. Hier zum Beispiel der Handspiegel. In der Taverne von Takarigua. Und wir sind ja auf Takarigua und die Taverne ist damit hier bei den Piraten gemeint und da muss man dem Wirt den Handspiegel einfach abkaufen, wie wir gerade in der Geschichte erfahren haben. Jack, was hast du zu sagen? Ahoi, Junge. Lässt du dir den Wind um die Nase wehen? Ich bin Jack, der Turmwächter. Bin früher selbst zur See gefahren. Und jetzt machst du dir einen ruhigen Lebensabend. Ha, schön wär's, Junge. Ruhig ist hier gar nichts mehr. Nicht seit die Termiten hier aufgekreuzt sind. Termiten? Wie? Ja, und jetzt kommst auch noch du. Und ich frage mich, was du willst. Ich will dir jedenfalls keinen Ärger machen. Ich suche nach Captain Stahlbart. Na, wenn das so ist, dann sind so ein paar Termiten bestimmt kein Problem für dich. Und schon gibt's was zu tun. Ja, gib mir Geld dafür. Warte, bevor wir hier Geld nehmen. Ich glaube, wenn du sprichst, bist du dann doch auch arg laut. 70. Also voll komische Werte von der Werteverteilung. Du kennst bestimmt viele Geschichten. Du kennst bestimmt viele Geschichten. Natürlich. Und sie sind alle wahr. Okay, nee, ich habe doch keine Interesse. Wegen der Termiten. Ja, die Mistviecher lassen mich einfach nicht in Ruhe. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Greifen sie dich an? Wir kümmern uns. Keine Sorge. Du kannst bald wieder ruhig schlafen. Wir kümmern uns um die Termiten. Dafür werde ich mich auch erkenntlich zeigen. Wo ist das Nest? Geh runter zum Strand und folg den Viechern, die da rumwuseln. Wenn du sie nicht angreifst, kannst du ihnen bis zu ihrer Höhle folgen. Da ist noch eine Sache. Wo drückt der Schuh? Ich habe da ein Geschäft mit Buß laufen. Ich liefere den Piraten Zucker und dafür kriege ich Rum. Als mein Kollege aus Sakarigo des Nachts kam, waren die Termiten am Strand. Tja, er wollte sie vertreiben und hat sie angegriffen. Hätte er es nicht besser wissen müssen? Nein, immerhin hat er es überlebt, aber die Viecher haben die Lieferung in ihre Höhle geschleppt. Verstehe. Wenn du die Lieferung findest, dann bring sie gleich zu Buß. Was, zu Buß? Zu den Piraten? Ich suche die Piraten. Und hast dich verlaufen, wie? Mach dir nichts draus, du bist nicht der Erste. Pass auf.
Auf der anderen Seite des Wasserfalls gibt's einen Weg zwischen den Bergen. Richtung Nordosten. Geh da durch, dann läufst du direkt auf das hölzerne Tor der Piraten zu. Und wenn du zurück nach Puerto Sacarico willst, kannst du das Boot benutzen, das unten am Strand liegt. Ah, super. Erzähl mir mal was. Erzähl mir mal was. Komm, Papa Jack, Geschichtsstunde. Überschätze. Nee, eigentlich ist es unwichtig. Wir machen uns auf den Weg zu den Termiten. Was können wir da? Oh. Es gibt alles probiert. Ja, warte. Hier ist das Kochen auch einfach voll krass übersprungen. Das ist einfach nur hier. Der kniet mit dem Stock davor und sagt sofort alles probiert. Oh, 89. Alles Proviant gemacht. Ja, ja, ja. Ich glaube, die waren im zweiten Teil ein bisschen zu voll für Animationen. Naja, was soll's. Die Termiten, die sind jetzt einfach auf diesem... Ja, auf dem Teil... Oh, super, neuer Schnellreisepunkt auf dem kleinen Teil der Insel. Den wir ja schon von der anderen Seite aus gesehen haben. Ja. Groß was zu sagen gibt's da nicht. Das ist voll knuffig, wie die mit ihren Fühlern hier so Sachen tragen. So, und wir müssen die alle töten. Oder wir können ihnen folgen auf dem Weg zu ihrer Höhle. Das ist uns überlassen. Ich weiß, wo die Höhle ist, deswegen können wir eigentlich gleich schon alle töten. Wir müssen 10 normale Termiten töten und 3 Termitenkrieger. Und wenn wir denen jetzt so entgegenlaufen, dann treffen wir alle. Weil die laufen immer dieselbe Route ab. Und ja, wenn wir eben entgegenlaufen... Das ist Logik. So, ich habe gehört, mit dem Boot können wir zurück nach Tacarigua. Ja doch. Nein, warte. Puerto Sacarico. Tacarigua war ja die Insel. Ja, ich bin noch langsam. Okay, Termine kommt noch nicht vorbei. Dann machen wir erstmal Warzenschwein. Ich glaube, Härte sollte ich auch leveln. Härte und Klingen. Nein, stürm mich nicht. Oh, okay, der Ansturm geht durch den Block. Beim Ansturm muss ich... Alles klar. Beim Ansturm muss ich darauf achten, dass ich dann zur Seite roll. Und Patty ist so stark, ja, die macht die Termiten aber mit einem Schuss kaputt. So, aber erstmal Kiste. Ah, Muschel wieder. Ich glaube, in dem Teil können wir sie auch öffnen, um eine Chance auf eine Dings zu bekommen, eine Perle. So, warte, ich bin bei. Ach, scheiße, ich wollte erst speichern. Okay, machen wir die Riesenkrabbe. Die auch Riesenkrabbe heißt. Okay. Ja, die ist gut verwundbar, wenn sie auf dem Rücken liegt. Wir können auch irgendwann die Fähigkeit Tritt lernen, wo wir sie selber umkippen können. Aber aktuell müssen wir uns auf Patty verlassen, dass die das macht. Ah, die macht das eh besser als wir, also keine Angst. So, sollten jetzt nicht eigentlich noch mehr Termiten kommen? Auf der kleinen Insel waren wir übrigens im letzten Part, falls ihr die Orientierung verloren habt. Termiten? Ja gut, irgendwie wollen die nicht. Naja, ich zwinge sie nicht. Wenn die nicht sterben wollen, dann ist es ihre Sache. So, warte, soll ich... Ich könnte jetzt nochmal Gerissenheit machen. Ich könnte auch Härte machen, das kostet nur... Soll ich einmal Härte und Klingen? Härte auf jeden Fall, weil das hat Einschüchtern. Klingen ein Punkt? Ich weiß es noch nicht. Also mit Voodoo kann man auf jeden Fall nichts anfangen. Und mit Feuerwaffen eigentlich auch noch nicht. Weil ich weiß noch nicht, für welchen Pfad ich mich entscheide. Oh, da haben wir die nächste. Ach, hier läuft andersrum. Okay, warte, Patty schießt. Oh Gott, warte, da kommen die nächsten. Oh, hey. Komm, zück. Warte, ich will auch schießen. Dann ist... Oh, Termiten können spucken. Das ist nicht so cool. Aua. Aua. Oh. Alter, sind die mies. Komm, Patty, er schießt eine. Aua. Oh, schön mit dem Finisher. Nicht schlecht. Aber es waren alles nur stinknormale Termiten. Und wir verrecken hier fast. Na, klasse. Ein Proviant, komm. Das kann man mal opfern. Oh, opfern. Auf der Insel, auf dem Teil da drüben waren wir auch schon.
Ach stimmt, hier haben wir ja die Termiten rumwuseln sehen. Wuseln, voll das geile Wort. Gibt's hier noch irgendwas zu sammeln? Nö. Nö, irgendwie nicht. Gut. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, den Rest der Termiten erledigen wir im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hans-Peter. Ciao.